Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, normalerweise begrüße ich euch ja direkt im Spiel, aber da jetzt gerade so ein Pop-up hier gekommen ist, wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten für all diejenigen, die vielleicht normalerweise selber spielen und im Moment aber nicht so die Zeit dafür haben oder so. Trotzdem mein Let's Play weitergucken. Und ja, dafür dann der Hinweis, ab heute, also ab dem 27. März, beginnt das, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Eivaganza Event. Noch nie von gehört. Ich glaube, sowas Ähnliches gab es letztes Jahr mal, aber da war ich ein bisschen spät dran, weil ich das gar nicht mitbekommen hatte. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das Ganze läuft auf jeden Fall jetzt knapp 2 Wochen, na gut, 2,5 Wochen ungefähr. Bis zum 17. April, also bis weit nach Ostern. Und da hat man nun die Möglichkeiten, wie es hier steht, alle Arten von Eiern zu sammeln, tägliche Missionen mit Wall-E abzuschließen und exklusive Belohnungen freizuschalten. Das wollte ich euch nur vorweg schon mal mitteilen. Und jetzt geht's rein ins Spiel. So, begrüßt habe ich euch ja schon. Eine Sache muss ich euch allerdings noch sagen. Und zwar bitte nicht wundern, dass hinter mir das Häuschen etwas anders aussieht, weil das habe ich von der Optik her angepasst und ich muss sagen, Oh, du oh willst doch Gott. unbedingt mit mir reden. Nein, will ich nicht. Hau einfach ab, bitte. Ich wollte eigentlich sagen, ich finde, dass das hier wunderbar von der Optik reinpasst, weil das ist ja alles so ein bisschen, ja, Azteken-Dschungelmäßig. Und ja, ich finde es einfach wunderschön, sehr passend hier drin. Bisschen kompliziert hier an den Briefkasten zu kommen, muss ich sagen. So, da steht jetzt das Gleiche drin, was eben schon mit diesem wunderschönen Bild drin stand. Läuft in 20 Tagen ab, aber mehr steht da auch nicht drin. Na gut, da ich jetzt heute leider noch so gar nicht drin gewesen bin, muss ich jetzt mal eben mit euch ganz kurz hier vorne die Sachen zumindest mal kurz abpflücken. Das sind ja die, die immer wieder kommen. Also die würde ich halt schon gerne noch mal kurz einsammeln. Oh, sehr schön, wir haben genug Mandeln geerntet. Ihr seht auch schon, ich war fleißig in der Abwesenheit, 7.522, ich weiß nicht mal, was es war. Ich sag mal Sand. Sand, Zeit, keine Ahnung. Habe ich gesammelt. Und zwar, eigentlich haben wir ja dieses Dorfprojekt, Zeitloser Müll. Das wollte ich mit euch machen und das werde ich auch mit euch machen. Aber ich habe noch eine Sache gemerkt, was mir mega, mega peinlich gewesen ist im Nachhinein. Dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Oh, Moment. Halt, stopp. 7 war das, ne? Ja, so ein paar Sachen habe ich noch im Kopf. Wenn auch nicht viele, aber ein paar Sachen habe ich noch im Kopf. Weil wir brauchen ja ganz, ganz viele von diesen. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich sag einmal Sand oder Zeit. Dann wisst ihr schon, was ich meine. So, und zwar hatten wir in der letzten Folge hier dieses Gebiet neu freigeschaltet. Und dann bin ich hier links so schön rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob ich das auch während der Aufnahme gemacht habe, aber ich habe da unten auch noch was gesehen mit der Kugel. Ich denke mal, das muss dann hergestellt werden später. Aber ich habe den Weg hier total vergessen. Und da war ich dann sehr überrascht, bin hier hochgelaufen. Ich denke so, in dem Gebiet warst du noch gar nicht. Ja, und da sind wir. Und haben ganz viele tolle Sachen jetzt hier gefunden. Was waren das gerade? Mysteriöse Blume. Wie seltsam. Es sieht aus, als hätte sie jemand fallen lassen. Es sind ein paar lange blonde Haarsträhnen dran. Jetzt wird es irgendwie seltsam. Okay. Lange blonde Haarsträhnen an Blumen? Ich bin gerade überlegen, aber Belle hatte kein langes blondes Haar, oder? Die war doch. Oder? Moment. Nee. Die war in dem Remake, war sie ja blond. Also so dunkelblond. Aber im Original, ich weiß es schon nicht mehr. Egal. Mutter hatte mein Vertrauen verloren, aber es ging wohl verloren. Quatsch. Mutter hatte mein Vertrauen, aber es ging wohl verloren. Draußen in der großen, weiten Welt fühle ich mich nicht mehr geborgen. Irgendwie allein und frei. So viele Faktoren. Ich fühle mich wie neu geboren. Ach, ich wollte gerade sagen, das hörte sich so alles wie Rapunzel für mich an. Und dann habe ich gedacht, nee, Rapunzel ist ja gar nicht drin. Aber Rapunzel ist ja schon drin. Mein Gott, ich sag euch bestimmt Sachen, die ihr schon seit keine Ahnung wie vielen Monaten wisst, aber es ist für mich brandneu. Ja, sollen wir der Spur jetzt folgen? Was ist das hier überhaupt?
Oh, eine Sache fasse ich hier mal an und schon habe ich hier wieder so ein Ding zum Hin- und Herlaufen. Die finde ich zwar super, weil man da immer viele Sachen bekommt. Das waren aber alle, ne? Ja. Aber doch nicht in dem Moment, wo ich mir hier was angucken möchte. Egal, das ist wichtig, das nehmen wir mit. So, dann gucken wir hier hinten erstmal. Vor allen Dingen gucken wir mal, wie teuer das hier ist. 6.000. Da kommen wir nicht zu Jafar, nehme ich an. Hier ist der Eingang. Obwohl, der müsste eigentlich von beiden Seiten theoretischerweise freigelegt werden können. Also der Dschungel interessiert mich natürlich wesentlich mehr als die Dünen oder das Ödland. Das ist wahrscheinlich eher so Aladdin, die Ecke. Wobei ja hier unten irgendwo sind wir, hier irgendwo sind wir ja auch auf den Gaston schon gestoßen. Aber wilder Dschungel, ja gut, wilder Dschungel eher nicht. Aber das würde ich jetzt so eher Rapunzel zuschreiben. Es kann natürlich sein, dass Rapunzel gar nicht hier drauf ist, aber warum sollten wir dann ihre Blumen hier finden? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade aufhebe. Ach doch, Zimt. Okay, ich dachte schon, es wäre jetzt was Neues. Okay, sind natürlich auch ältere Sachen dabei. Was bist du denn hier eigentlich? Ach, Moment. Oder kann ich dich bewässern? Anscheinend ja, aber es scheint nicht zu helfen. Na gut. Dann halt nicht. Okay, da rechts ist auch noch was. Oh, was ist hier? Hier sind wieder Blumen. Und Blumen. Moment. Ich habe ja bisher nur eins davon gesehen. Los, zackig. So. Hallo, rechte Taste. Mist. Jetzt mach. Nein, nein, geh da raus. Ich will das doch machen. Noch eine, komm. Dritte schaffe ich noch. Los. Vielleicht habe ich noch eine vierte. Nein, ich sehe nichts. Nein! Aber drei, das ist auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr, als ich davor geschafft habe. Dann habe ich ja nur eine geschafft. Und ich hatte noch das Problem, dass ich jetzt mich hier an diesem blöden Ding verfangen hatte. Was bist du denn? Oh, Hallöchen. Neue Herstellungsrezepte. Sehr schön. Oh, wir haben Zweig. Oh, das ist alles von Eve. Ach so. Okay, das tue ich mal nach unten. Was haben wir hier eben bekommen? Papierlaterne. Die haben wir schon mal bekommen, oder? Also nicht unbedingt die jetzt, aber. Da, Moment, das ist 4.000. Wir waren eben hier, ne? Der Hain ist. Da kommen wir zur Lagune. Da würde ich dann vielleicht eher hinwollen. Und. Der ist hinten, das war 6.000, das ist 4.000. Oh, wenn ich jetzt, ich würde gerne Abstimmung mit euch machen, aber das geht natürlich nicht, wenn ich nicht live bin. Und ich kann es halt nicht live, oder hinten aber eine vergessen. Ich kann es halt nicht live spielen, weil wir nur einen Speicherstand machen dürfen. Hier bei Disney Dreamlight Valley. Erstmal überlegen, was spiele ich denn ja eigentlich? Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, das müssen wir uns nicht anhören. 5.000 ist okay, wir sind ja reich, das ist alles in Ordnung. Aber das ist schon mal gut, dass wir hier auf jeden Fall einen Punkt haben, wo wir hinporten können. Ich muss mit dir Auch sprechen. wenn ich das immer noch nicht ganz verstanden habe. Moment, die sind rosa, die sind rosa. Der ist aber auch rosa. Wieso konnte ich von dem Punkt aus eigentlich nirgendwo hinporten? Das verstehe ich bis heute nicht. Irgendwas. Ach so, das ist der Brunnen, der jetzt so. Der sich so anhört. Okay. Hier ist ein wunderschöner Wasserfall. Da ist mir auch was aufgefallen. Was man von hier aus gerade. Doch, da hinten. Da oben ist nämlich ein Schiff. Und wir hatten ja eine Übersicht gesehen. Wir sollen ja diese Bilder machen für Eve. Ist das jetzt wieder eine Pflanze für Eve? Oh, was ist das? Bambus. Und wir haben mehrere Blumen mittlerweile. Ach so, das ist zweimal die gleiche. Okay. Kann natürlich sein, dass wir von denen welche für Eve mitbringen müssen, damit die einsammeln kann oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Würde mich aber auf jeden Fall interessieren. Weswegen ich auch so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich nicht eventuell mit Eve dieses Fotorätsel erstmal machen soll. Ich weiß mehr, das hat sie gesagt. Nein, sie hat gesagt, Mutter weiß mehr.
Lange haben diese Worte mich geplagt. Sollte ich machen, was mein Herz mich fragt? Ja, sollst du. Du bist Rapunzel. Wenn du nicht das machst, was dein Herz dir sagt, dann weiß ich auch nicht. Dann wird es niemand machen wahrscheinlich. Die neuen Disney-Prinzessinnen machen ja nicht mehr, was ihr Herz ja sagt. Die machen ja einfach nur, ja, einfach nur noch, was sie wollen. Um es jetzt mal ein bisschen blöd auszudrücken. Hier ist auch nochmal 4000. Moment, wo sind wir denn hier? Das wäre jetzt auch der Hain. Ja gut, da ist es ja egal, ob wir den freimachen oder den freimachen. Ich würde dann oben die... Och, das ist so, als wenn man so dreht und nichts mehr sieht. Ich würde dann oben die... Hallo! Ja, hallo! Ich würde dir gerne was zu essen anbieten, aber ich glaube, ich habe gar nichts. Annähern. Ich weiß aber nicht, was ich dir geben kann. Du bist hier... Ich wollte eigentlich mich mal informiert haben, was man denen eigentlich zu fressen geben kann. Ich gebe dir mal Erdbeeren. Die magst du nicht, ne? Ja, tut mir leid. Ich habe gerade nichts anderes dabei. Und ich weiß auch nicht, was du da anderes holen könntest. Das ist nochmal hierfür... Gucken wir mal eben. Hier war ich noch nicht. Hier habe ich noch nicht geguckt, was es hier so gibt. Aber das sind anscheinend immer die gleichen Sachen. Oh, was haben wir hier? Was haben... Huch! Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Alter, warum steht die hier am Wasserfall? Hallo Rapunzel. Ich glaube, vielleicht kann ich doch nicht das machen, was ich machen wollte. Du bist doch Rapunzel, oder? Du siehst so anders aus, nicht wie im Film. Komme ich nicht mal an das Ding ran, weil ich das gesagt habe. Jetzt ist das da. Boah, ist das euer Ernst jetzt? Dass das da drin backt? Boah, ihr könnt mich doch mal. Ja. Hi. Nein. Ach, blödes Schwein. Geh doch mal weg da. Ja, es tut mir leid, Leute, aber es ist Rapunzel. Ich muss jetzt mit ihr reden. Auch wenn sie so gar nicht wie Rapunzel aussieht, außer den langen Haaren. Ja, sie wirkt überhaupt nicht wie... Also, ohne Scheiß. Wer von euch kennt den Originalfilm. Also es gibt ja, glaube ich, jetzt keinen anderen. Die hat überhaupt nicht ansatzweise ihr Gesicht. Also klar, die hat die Klamotten an. Ich denke mal, so wie Rapunzel die anhat. Und die Haare, die hat sie ja dann von den Kindern irgendwie so mit den Blumen gemacht bekommen. Aber das Gesicht, das ähnelt der so überhaupt nicht. Oh, oh wow. Du bist kein Dschungelfreund. Du bist ein Mensch. Oh. Ich meine... Hallo. 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 Hast du dich verlaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Du bist überrascht, eine Person zu sehen? Hm? Ich habe keine andere Person in diesem Dschungel gesehen seit... Nun, seit der ein Dschungel ist. Wow, okay. Was ist ein Dschungelfreund? Oh, Dschungelfreunde, so nenne ich die Tiere hier. Diejenigen, die auf allen Vieren herumtraben. Ach, diese kleinen... Schweinchen? Maulwürfe? Keine Ahnung. Ich komme nicht auf den Namen dieser Tiere. Sie haben wuschelige Schnauzen, die süßesten Ohren und es gibt sie in allen möglichen Farben. Ach, jetzt wissen wir den Namen. Du meinst sicher die Kabibaras. Kabibaras? So werden sie genannt? Das ist toll. Und es ist auch toll, dass du hier bist. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Gameplayerin. Ich freue mich so, dass du hier bist. Sie hat doch eine sehr komische Stimme irgendwie. Also im Vergleich zum Original jetzt, ne? Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Gameplayerin. Mein Name ist Rapunzel. Die zweite. Ich weigere mich, sie Rapunzel zu nennen. Ja, es tut mir leid, aber es triggert mich wirklich, wenn die nicht aussehen wie das Original. Also man erkennt sie, man weiß, wer sie ist, aber die anderen sind so geil gemacht. Die ähneln den Original so toll. Und da bin ich ganz ehrlich, bin ich mindestens von dem Gesicht ziemlich enttäuscht. Es war also nicht immer ein Dschungel. Oh. Nein, früher gab es hier nur Sand und Ruinen. Ach so, von dem Turm, in dem ich gelebt habe, konnte man den ganzen Weg bis zum Landesinneren sehen. Dann wurde ich eines Tages wach und draußen war ein Dschungel. Der Turm war plötzlich sehr alt und bröckelig und Mutter war nicht da. Du meinst Mutter Gothel? Sie hätte ich früher hier besucht? Oh. Fast jeden Tag. Als sie nicht mehr kam, habe ich mir solche Sorgen gemacht. Ich habe den Turm verlassen, um sie zu suchen, und seitdem erforsche ich diesen unglaublichen Dschungel. Wer war die letzte Person, die du gesehen hast? Hm? Nun, ich habe einen Mann in der Wüste getroffen. Er ist groß, wie mein Freund Attila. Und er hat viel über sich geredet. Ja genau, wo ist eigentlich ihr Chamäleon hin? Huh.
Ich habe ihn gefragt, ob das Tal gefährlich ist, wie Mutter es mir immer gesagt hat. Aber er sagte, das Landesinnere sei so ungefährlich, dass es langweilig sei. Ich wusste, dass Mutter wieder nicht ehrlich zu mir war. Das ist schon mal passiert. Danach kam ich zurück in den Dschungel, um über die Dinge nachzudenken. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin auf der Suche nach einem Juwel der Zeit. Glänzend, magisch, notwendig, um die Insel der Ewigkeit vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr, aber die Kabibaras leben hier. Ich werde das verhindern, aber dazu brauche ich das Juwel. Ich habe im ganzen Dschungel nach meinen fehlenden Farben gesucht und viele schöne Steine gefunden, aber bis heute keine magischen. Siehst du diese schwebenden grauen Felsen? Ich kann nicht an ihnen vorbeikommen, um hinter dieser uralten Tür weiterzusuchen. Die Felsen wirken ziemlich magisch. Sind sie das, wonach du suchst? Das sind Zeitanomalien. Ja, ich weiß es nicht. Ich sag's mal einfach. Zeitanomalien? Das klingt interessant. Weißt du, wie du sie umgehen kannst? Ja, überlass das einfach mir. Ich werde die schwebenden grauen Felsen wegräumen, damit wir uns die Tür genauer ansehen können. Auf Wiedersehen! Ja, okay. Nehmen wir an. Und ja, geil. Damit haben wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben tatsächlich Rapunzel jetzt die Quest angenommen. Und wir können jetzt offensichtlich doch die Dinger wegmachen. Das ist cool. Weil damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, weil es ja eben nicht geklappt hat. Das ist wirklich cool. Vor allen Dingen eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Wir kriegen nämlich jetzt die... das war Gold. Das war nur 5. Das war nicht viel. Wir kriegen halt diese Währung. Zeit, Sand, was weiß ich. Ich liebe die Sonne, den Wind, der mit den Blättern singt. Ich liebe das Lachen des Wassers und liebe das Tanzen in den Bechern. Wie herrlich das klingt. Oh. Da mein Hals gerade voller Schleim ist, es tut mir leid, klingt das gerade nicht so herrlich, wenn ich rede. So, alles erledigt, wir können weiter. Was hast du vom Boden aufgehoben? Es sieht aus wie ein Teil einer Sphäre. Und es ist aus dem gleichen goldenen Material wie die Sonne in der Tür. Ach, ich dachte, das wäre Gold. Genau, ich glaube, das soll der Kern der Sonne darstellen. Aber es fehlen Teile. Ich wette, wenn wir die finden und zusammensetzen, können wir die Tür öffnen. Das ist so aufregend. Wow. Hinter dieser Tür sind meine Farben. Da bin ich mir sicher. Ja, so wirkt sie jetzt eher so ein bisschen wie Rapunzel, aber so von vorne irgendwie so gar nicht. Glaubst du wirklich, dass deine Farben dort sind? Du suchst wirklich überall nach ihnen, genau. Meine Frage wäre eher, wer würde sie denn hier verstecken? Ah, okay, ich kenne die Antwort. Ich glaube, es war Mutter. Oh. Von meinem Fenster aus konnte ich jede Nacht die Lichter am Landesinneren sehen. Also habe ich sie als Wandgemälde an meine Wand gemalt. Die Lichter müssen aus den Häusern der Dorfbewohner stammen. Oh. Aber dann wurde Mutter wütend. Sie behauptete, ich sei undankbar gegenüber dem, was ich habe, und nahm mir die Farben weg, um sie irgendwo zu verstecken. Wir werden deine Farben und das Juwel der Zeit finden. Ich spüre es. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht könntest du nach Teilen des Sonnenkerns zwischen den schwebenden Felsen auf der Insel suchen. Welche schwebenden Felsen? Ich habe heute Morgen welche in der Steppe und bei den Docks gesehen. Dort könntest du anfangen zu suchen. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Da ist wieder so ein Vieh. Wenn ich wüsste, was die fressen, ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht sollte ich dem mal irgendwie... Gelber Paradiesvogel? Vielleicht fressen die Zimt. Ja. Die mögen Zimt. Yes. Okay, perfekt. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, was die mögen. Das ist sehr gut. Und wir haben schon mal eins gefüttert. Sehr schön. Hier sind auch nochmal Blumen. Aber irgendwie bin ich ja tatsächlich der Spur der Blumen vorhin gefolgt, ne? Da müssen wir übrigens mehrere Hunderttausende irgendwie gefühlt rausmachen. Entferne 3 Kristalle des Schicksals. Okay. Schließe Dreamlight-Pflichten. Ah, das ist jetzt... Oh, okay. Nee, das ist das.
Das ist das aktuelle. Da schauen wir mal eben. Ist das unter Beschreibung? Belohnungen. Für 10 kriege ich 100. Ach, die löse ich doch mal direkt ein. Machen wir. Kein Thema. So, das nehmen wir noch mit. Und... Hallo, hier bin ich. Das ist schön, dass du da bist. Ach, das war der Eingang. Genau, da können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Aber was meint sie jetzt mit... Moment. Kommen jetzt hier überall solche komischen Dinger? Weil die anderen, die waren ja eigentlich so bräunlich. Ist das ein kleiner? Das ist kein kleiner. Schade. Ich habe schon wieder vergessen. Moment. Rund um die Insel, bis du die Teile findest. Ah, Mist. Ach so, Moment. Nee, das war jetzt der eine Teil. Genau. Was hatte sie jetzt gesagt? Ich bin immer so schlecht da drin, mich an sowas zu erinnern, wenn ich dann 20 andere Sachen gleichzeitig mache. Die Oase hatte sie jetzt nicht erwähnt, oder? Und die Steppe? Ach, verdammt. Ich hasse sowas. hebst du es auf? Baue die schwebenden grauen Felsen rund um die Insel ab. Ach, Mist, Mann. Warum kann ich nicht... Einfach mal. Ich denke mal, dann immer merkt dir das jetzt, sonst vergisst du das wieder. Aber die meint die hier, nehme ich mal an. Dass wir die abbauen müssen. Und dass wir da eine geringe Chance haben. Es tut mir leid, dass ich kurz was anderes machen muss. Einen schönen Tag noch. Eine geringe Chance haben. 4000. Okay, das war jetzt einer der teureren, glaube ich. Ne? Bei den anderen haben wir, glaube ich, 2000 bezahlt am Anfang. Tomaten wollt ihr nicht veräppeln? Was ist das? Cool? Ja. Nee, ich will das verbessern. Ich will nicht mit dir reden. Hey. 8000. Mal schauen. Also ich will das zumindest hier schon mal frei haben. Oh ja, das sind auf jeden Fall zwei neue Sachen. Brauchen wir bestimmt auch für neue Rezepte wieder. Mhm. Mhm. 12.000, der ist echt teuer hier, der Stand. Aber wir haben es ja. Noch. Kartoffeln, glaube ich, sind dabei. Und unten rechts, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es jetzt im Moment leider noch nicht holen, weil ich nicht so viel Platz habe. Aber wir haben hier noch eine Erinnerung. Manchmal bist du naiv, manchmal bist du es nicht. Du veränderst dich so leicht. Ich möchte so sein. Nein, das reimt sich nicht. Ja, das Lied war auch komplett anders von ihr, nebenbei bemerkt. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Ich würde gerne oben den Teil erstmal frei machen. Wenn sie jetzt aber natürlich sagt, ich muss jetzt hier bei der Oase suchen, dann müsste ich ja erst die Oase frei machen. Das ist halt das Blöde. Oder hatte sie jetzt gesagt, dass das auch im Hain sei? Ich habe keine Ahnung. Och Mann. Wir laufen jetzt hier erstmal so ein bisschen rum und schauen mal, ob wir hier irgendwo, da hinten sind noch welche. Ich war übrigens fleißig, wie man sieht. Ich habe hier schon einige Sachen rangemacht. Wieso sind die jetzt schon wieder nicht gegossen hier? Das ist aber nicht gut. Die sind alle gleichzeitig hier reingepflanzt. Warum sind teilweise die Sachen gegossen und teilweise nicht? Wobei die in der Mitte dann wahrscheinlich schnell fertig sind, nehme ich mal an. Weil sonst wäre das ja nicht so ein Unterschied. So. Das muss ich mal eben machen, wenn ich eh schon mal gerade hier bin. Dann, da hinten ist auch wieder was, habe ich gesehen. Aber die haben die irgendwie nicht hier drin, ne? Gut, vielleicht muss ich da 20 Stück von wegmachen oder so, bevor ich dann einen Teil bekomme. Ah! Ah, hier ist eins drin. Ach so, das ist so eine Düne, wo ich nicht vorbeikomme. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr euch daran erinnern könnt, ob ihr genau in dem Teil auch was bekommen habt. Oder ob das tatsächlich völlig random ist. Das würde mich mal interessieren. Oder ob man vielleicht tatsächlich irgendwie so 10, 15 erst gemacht haben muss. Da ist das dritte Teil. Sehr geil. Habe ich das jetzt mitgenommen? Ja. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz, ob wir hier noch was mitnehmen können. Bist du neu? Nee, dich hatte ich schon mal, ne? Ja, der steht immer noch da. Okay, stelle den Sonnenkern an einer Werkbank wieder her. Das heißt, da muss ich erstmal rüberporten. Das sind beides die Breiten.
So, Werkbank, Werkbank. Ah, nee, jetzt kann ich da was ansehen. Komisch, letztes Mal ging das nicht. Jetzt sind die aber auch überall hier verstreut, ne? Ich muss mit dir sprechen. Also das finde ich super, weil wir dadurch natürlich auch mehr Punkte jetzt wieder bekommen. Aber es verwirrt mich gleichzeitig auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil, warum die verschiedenen Farben, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Moment, Aufgabe. Uralte Maschine wäre vielleicht... Ach so, Moment, Rezept. Stelle den Sonnenkern an eine Werkbank wieder her. Habe ich denn eben ein Rezept dafür bekommen? Des goldenen Puzzles. Aber was bringt das? Speisekarte der Insel der Ewigkeit. Das ist auch wieder was anderes. Da müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Uralte Platte. Zum Servieren von Essen ist sie nicht geeignet. Aber vielleicht findest du eine andere Verwendung dafür. Aha. Okay. Ich denke mal, das hat was damit zu tun mit den Sachen, mit diesen Archäologie-Sachen, die wir ausgraben können. Aber wie kriege ich jetzt das Rezept? Das sind ja die drei Teile, die ich suche. Rechtsklick kann ich nicht machen. Und da steht nur, ich soll es an der Werkbank wieder herstellen. Aber ich habe halt keinen... Ach so, oder an einer normalen Werkbank. Nee. Oder? Doch, an einer normalen Werkbank. Ach so. Wir haben viel zu tun. Ja, das muss man ja erstmal verstehen. Vor allen Dingen, weil das ja öffnet die uralte Tür. Ich versuche das jetzt nochmal mit dem nach hinten porten. Wie gesagt, letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, aber letztes Mal kam ja auch dieser Punkt mit dem Ansehen, nicht? Nee, da kommt das jetzt wieder. Ja, ich verstehe es nicht. Ich will den ja nicht ansehen, ich will damit porten. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich denke mal, dass das tatsächlich einfach nur ein Bug ist. Ein ziemlich blöder Bug, zugegebenermaßen. Aber halt einfach nur ein Bug. Läufst du da jetzt mal drüber? Bleib doch nicht überall hängen hier. Ja, müssen wir halt den nächsten nehmen, den wir jetzt hier haben und von da aus weiter porten. Verstehen kann ich es tatsächlich nicht. Ja, was ist mit dir? Ja, du rennst sowieso jetzt gerade weg. Mit den Affen, da müsste ich mich auch mal mit... Oder Moment, ich muss mal darauf achten, weil der stand ja hier drauf, glaube ich, ob wir da nicht einfach auf Karte hätten gehen können unten. Dass der hier unten einfach nur das Falsche anzeigt. Das wäre eventuell eine Lösung. Da muss ich echt mal drauf achten. Das muss ich mal beim Zurückporten austesten. Du bist wieder kein schmales, oder? Nee, bist du nicht. Okay. Ich lasse das trotzdem mal draußen, falls wir noch irgendwas unterwegs haben. Da mussten wir rum. Ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Du bist der, den ich schon gefüttert habe, oder? Ja, der setzt sich auch sofort hin. Das muss der sein, den ich schon gefüttert habe. So, dich nehmen wir auch direkt mit für Eve. Und dann schauen wir mal. Und da rennt sie einfach weg. Hallo, Rapunzel? Hat die jetzt vor Schreck einen Edelstein gelegt? Oder soll ich mir das vorstellen? Mhm. Das sieht schön aus hier, aber... Ah, da unten kann ich auch noch was wegmachen. Das ist so schön. Und schau mal nach unten. Siehst du... sieht das für dich nicht wie eine Uhr aus? Hm... Oder eine richtig große Sonnenuhr. Ja, genau. Eine Sonnenuhr. Oh, aber was ist das auf dem Boden daneben? Sieht aus wie ein weiterer Sonnenkern. Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich spüre eine starke Magie in der Nähe. Schauen wir uns den Sonnenkern an. Bester Tag aller Zeiten. Ja, das hat sie im Original auch immer gesagt, aber nichts für ungut. Ich fand, das Original klang ein bisschen schöner. Das meine ich jetzt nicht im Negativ. Fange den schwebenden Kern. Wie soll ich das hier machen? Nein! Jetzt steht dieser. Okay, anscheinend nicht, indem ich ihn einfach nur anklicke. Dann mache ich die erstmal weg. Ach so. Dafür, indem ich einfach durchlaufe. Okay, auch gut. Oh, da hinten könnte ich auch nochmal hin. Und was ist da?
Da glitzert was und da ist... Das ist dieser Teil hier. Moment, da könnte ich hin und hier ist, glaube ich, das andere. Ah, ich muss unbedingt da Richtung Lagune frei machen. Ich merke das schon. Das sieht schon richtig cool aus hier irgendwie. Was machen wir jetzt hier mit? Achso. Ich habe das Rätsel gelöst, Rapunzel. Wow, hast du das gespürt? Die Plattform hat sich ein wenig bewegt. Und sie macht ein tickendes Geräusch. Genau wie eine Uhr. Eine Uhr, der ein paar Teile fehlen. Ich glaube, wir müssen den Mechanismus der Sonnenuhr in der Mitte reparieren, um auf die andere Insel zu kommen. Ja, dass da so ein Steg ist oder so, ne? Habe ich mir auch schon gedacht. Es sieht so aus, als hätte jemand die Zahnräder entfernt. Hm? Das ist seltsam. Ah. Ich habe ein paar goldene Zahnräder auf der Insel gesehen, aber vielleicht brauchen wir die, um die Sonnenuhr zu reparieren. Es ist ein Versuch wert. Ich werde die Insel nach Teilen der Sonnenuhr absuchen. Ja. Auf Wiedersehen. Ganz toll. Ganz toll. Ich hatte eigentlich schon die Hoffnung, dass wir jetzt hier die Folge erstmal abschließen können. Weil die sehr lange ist. Und jetzt müssen wir 10 Teile finden. Die Frage ist jetzt, sind die weit entfernt oder liegen die relativ in der Nähe rum? Doch diese Frage werde ich euch in dieser Folge noch nicht beantworten, sondern wir sehen die Teile bzw. die Suche danach erst im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.